Jo, so wieder bei Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Beim letzten Mal haben wir uns, ich glaube, Voltolos und Demeteros geholt. Und, naja, wir stehen hier gerade Reshiram gegenüber, und ich würde sagen, let's do this! Gehen wir einfach mal Reshiram verprügeln, wenn wir eh schon direkt hier sind. Wir müssen ja eh beide machen. Und ich glaube, ich muss mal überlegen, was nehmen wir dann für Sekrom? Otaro, Serpifoy, Floink und du, Pikachu. Eurem mutigen Einsatz verdanken wir die Rettung des Pokeparks. Ich möchte euch im Namen aller Pokémon des Pokeparks danken. Ich weiß auch, warum ihr mich heute aufgesucht habt. Ihr wollt Darkrai retten, nicht wahr? Darkrai hat diese Welt ins Chaos gestürzt und zwar wurde zur Strafe vom nachtschwarzen Loch verschluckt. Es ist sein Schicksal, allein durch die Dunkelheit zu irren. Aber wenn ihr ihn trotzdem retten wollt, dann will ich euch zuerst prüfen. Habt ihr wohl den Mut, gegen mich zu kämpfen? Ja. Es ist an der Zeit, sich der Prüfung zu stellen. Beginnen wir mit dem Kampf. Das könnte schwer werden, denke ich. Aber schauen wir mal. Yo! Oh, du bist weiter weg, als ich dachte. Ah, das Feuer zieht mir aber nicht so viel ab. Ja, okay, läuft. Vor allem die Attacke, die er gerade die ganze Zeit macht, trifft mich einfach meistens nicht. Ja, okay. Easy. Ich habe umsonst Sorgen gemacht. Schaffen wir. Oh, ich kann Demeteros zur Hilfe holen. Demeteros, beende es. Pff, einfach sah aus, als einfach die Beine weggezogen. Einmal so zack weg. Und Reshiram so. Oh. Ihr habt meine Prüfung mit Bravour bestanden. Aber das allein reicht noch nicht. Um Darkrai retten zu können, benötigt auch Sekroms Segen. Stellt euch Sekroms Prüfung. Yay! Reshiram ist unser Freund. Hui, und es geht wieder zurück. Hui. So, dann haben wir das schon mal. Dann geht's als nächstes zurück zum, ja, zu Sekrom. Und mal gucken, was er noch möchte. Wahrscheinlich auch kämpfen. Na, vielleicht ein paar Honigtöpfe. Munterkräuter, schade. So, bitte bringe mich zum Laboratorium. Wie kann man ein bisschen gegen sie kommen? Ich glaube, am besten bin ich echt noch mit Serpifeuer aufgestellt. Weil ich da die in Elektroattacken resistiere. Und damit brauche ich weniger Schaden nehme. Floink könnte dafür selbst am meisten Schaden machen, denke ich mal. Aber Floinkers Attacken dauern so lange. Nehmen wir Serpifeu. So. Na guck mal, sogar die drei Gyms schon da. Oh, da seid ihr ja wieder. Ich habe zwar nicht die leiseste Ahnung, wo ihr diesen dreien dort begegnet seid, aber Energie sollten wir mehr als genug haben. Und lass uns diese Kraft gleich nutzen, um die Maschine in Gang zu setzen. Okay. Das ist eine Mikrowelle. Das Geräusch klingt wie aus Persona 4, der Fernseher. So kann man auch eine Mikrowelle in Gang setzen. Jetzt wollen wir die drei da so sehen. Welchen findet ihr am coolsten? Ich würde sagen, Voltolos bei mir. Joa. Gerüstet. Seht noch, was aus dem Inneren der Kugel zum Vorschein gekommen ist. Ist das etwa ein Keil? Oder etwa ein Fangzahn? Ich muss sofort unter die Lupe nehmen. Vielen Dank, Zitomega, aber wir sind sehr in Eile. Das ist wirklich schon mal ihr Schaden. Ihr habt es wieder, was auch immer es sein mag. Den Grollkeil. Ob es wohl im Altar im Wunschpark gibt? Nun, vielleicht im Wunschpalast. Tja, diese Welt steckt halt viel, nach wie vor voller Geheimnisse. Danke, dass ihr mich stets mit solchen interessanten Neuigkeiten versorgt.
Ich habe jetzt die Hoffnung, eines Tages etwas noch weiteres Bemerkenswertes zu entdecken als den Wunschpack oder das Nachtschwarze Loch. Jo. Na gut, die drei sind auch wieder weg. Dann auf in den Wunschpark. Oder eher in den Wunschpalast. Wenn da wohl der Schrein sein soll, wo denn dann? Wobei, wir sind von dem, ich sag mal, Thronraum ja nie weitergegangen. Ich glaube, da ging noch eine Treppe nach oben weiter. Vielleicht dort. Schauen wir mal. So, in den Wunschpalast bitte einmal. So. Da ist auf jeden Fall Mobby Tess. Ah, der Altar? Du meinst wohl das Ding oberhalb der Treppe? Ja, da habe ich doch richtig gesehen, dass da eine Treppe nach oben führte. Ja, sind wir mal Sekrum gegenüber. Pika, Serpi, Floing. Schau irgendwie Otter oder sowas sagen. Erstmal das Portal anstöhnen. Oh. Seid mir gegrüßt, junge Recken. Ihr habt also das Nachtschwarze Loch gebannt und den Pokepark gerettet. Ich möchte euch dafür meinen Dank aussprechen. Jetzt sucht ihr Darkrai? Ich erzähle euch da bestimmt nichts Neues, aber Darkrai hat die Ordnung der Welt durcheinander gebracht. Es ist ein Schicksal, dass er im Nachtschwarzen Loch festsitzt. Doch wie ich euch einschätze, ist es dennoch euer Wunsch, ihn zu retten. Dann muss ich darauf bestehen, eure Redlichkeit auf die Probe zu stellen. Habt ihr also den Mut, gegen mich zu kämpfen? Ja! Dann greift mich an! Der wird wahrscheinlich nicht so leicht sein wie Reshiram. Alter, die Musik. So, was machst du als erstes? Yo! Werde ich hier auch getroffen? Nein. Hier bin ich recht sicher. Davor wahrscheinlich aber nicht. Au. Die stoppt das? Wow, die kriegt Kiesling zur Unterstützung. Der einfach mal keinen Schaden macht. Ja, nice. Na, das hat nicht so ganz geklappt. Was damit? Ach ja. Schießt weite Blitze. Ja, ne? Die Unterstützung. Bei Reshiram Demeteros und hier so Kiesling. Der explodiert und nicht mal irgendwie Schaden gemacht hat. So, okay, beobachten wir ihn. Er legt die Hände auf, das heißt, hinter ihm durch. Eigentlich wollte ich hinter ihm durch. Was? Jetzt habe ich auch in der Luft. Okay. So, schnell weg. Wie komme ich davon bitte weg? Der dreht sich einfach mit. Hier, Brutalander. Vielleicht kannst du ja was machen. Du bist nämlich sehr effektiv. Ja, doch, doch. Das hat ein bisschen Schaden gemacht. Okay, da bin ich gut von weggekommen. Dann bin ich einfach wieder reingelaufen in die Attacke. Ja, nice. Okay, er fliegt auch während der Zeit, während er die Attacke macht. Okay, wir nehmen dann doch Floink. Ich dachte, mit Serpi wird das schon klappen. Vielleicht brauche ich einfach mehr Power. Drachen sind schon ziemlich gemein in diesem Spiel. Wenn man einfach nichts gegen machen kann. Oh ja. Das ist praktisch, dieses Durchfliegen. Jetzt nicht mehr. Alter, die Reichweite.
Wie er einfach instant sich umgedreht hat. Ja, natürlich. Alter, hallo? Darf ich mal wieder was machen? Diese Paralyseattacke ist schon ziemlich gemein. Na, schade. Das war Bruder Lana doch ein bisschen cooler. So, ich bin schon am... Ich konnte leider nicht sehen, dass ich schon am Rand der Karte bin und dementsprechend nicht weiter ausweichen konnte. Das war auch gerade ein bisschen blöd. Ich wollte halt eben nach hinten ausweichen und dann so, nee. Bist in die Enge getrieben, hast du verkackt. Alter, diese Reichweite, ne? Treffe ich damit überhaupt? Nein. Kann ich bitte hier weg? Nee, dafür ist Flank zu langsam. Kannst du wenigstens mit einer Eisattacke an? Ja, das hat mich ein bisschen was gebracht. So, was machst du? Lenk laufen. Und jetzt wieder zurück. Nee. Also da kann ich echt nur vorfliehen, wenn ich ganz weit weglaufe. Weil er sich auch instant einfach umdreht dabei. Da kann man echt nichts machen. Ich probier's mal mit Pikachu. Der hat schon ziemlich unfaire Attacken. Ich einfach mal das ganze Feld gefühlt treffen. So, da er seine Blitzschleuder eh als allererstes macht, laufe ich da erstmal jetzt vom Weg. Jetzt laufe ich erstmal wieder zurück. Was machst du jetzt? Ne, Blitzschleuder wieder. Und wieder tschüss. Das ist Reichweite, ne? So, da einfach hinter ihm. Er hat ja zum Glück nicht irgendwie zu viel Reichweite auf seinen Attacken. Ich komme gar nicht an ihn dran, ne? So ohne Schaden. Das hat irgendwie gut funktioniert. Hätte ich einfach wieder Butalanda als Hilfspartner bekommen. So, warten bis es vorbei ist und jetzt angreifen. Meine Güte! Der war mies. Ziemlich mies. An eurer Redlichkeit kann ich jetzt keinen Zweifel mehr geben. Befreit deinen Kreis aus dem Nachtschwarzen Loch und bringt ihn zurück. Das hatte ich auch vor. Die Frage ist jetzt nur, wie? Der Schweif ist ein Düsenantrieb einfach. Okay. Hä? Was? Interessant. Sepia? No Sepia. Ja, Und du? Weißt du, befreit Darkrai. Okay. Credits. What? Die ich nicht mal überspringen kann oder so. Ich wollte keine Credits. Ich wollte weitermachen. Das Spiel, ich verstehe dich nicht. Okay, dann gucken wir uns einfach nochmal die Credits an. Aber bitte ohne Sepia-Ton. Joa. Pokepack 2. Sie sehen gerade zum zweiten Mal die Credits, die ich eigentlich nicht geplant hatte, dass jetzt hier nochmal Credits kommen, aber gut. Joa. Immer noch kein Fazit. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben zwar vielleicht dann bald mal Darkrai dann befreit. Ob wir wirklich befreit haben, wissen wir nicht, weil einfach random Credits, die man nicht über was skippen kann. Warum? Naja, jedenfalls wir müssen noch ein paar Freundschaften schließen, bis wir alle haben.
denke mal, da sollte es aber auch nicht mehr so viel kommen. Die Palmakana-Bezirk müssten es ja noch sein. Hier und da noch ein paar, wo man vielleicht noch ein bisschen was für farmen muss. Ansonsten das Turnier der Kämpfe, das müssen wir auch noch abschließen. Da werde ich auf jeden Fall auch alle erstmal deren Werte auf Maximum mal bringen. Und ja. Ja, Wert auf Maximum für jeden. Dann können wir uns da vielleicht ein bisschen einfacher durchhauen. So kann man den Part auch gut füllen. Einfach nochmal Credits reintun. Passt. Jetzt wird ja alle um Boreos Stein herumfliegen. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Pokémon mehr als bei den letzten Credits. Also man sieht schon, ne, es wird immer voller hier, die Credits. Wir hatten jetzt aber schon mehrere Bilder, die voll ausgefüllt sind. Ist immer noch auf ihrem Date. Was ist das? Ah ja, Glurak da oben. Und Bisofang. Habe ich irgendwo Bisofang mal gesehen, außer in der Merksax-Prüfung? Glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Und ich muss immer noch rausfinden, wie man einschläft. Ich werde auf jeden Fall jetzt für die nächsten Part dann so ein bisschen mal was vorbereiten. Also halt vor allem eben die Dingens, die Sachen sammeln, die Honigtöpfe zum Beispiel. Und was auch immer die anderen. Was brauchte ich noch? Ein Foto, glaube ich, musste ich noch holen und noch ein paar Süßkräuter. Einfach von allem. Holen uns einfach mal genug, damit wir dann beim nächsten Mal uns noch ein paar Freunde holen können. So, wir müssen damit, glaube ich, bald durch sein mit allem. Sind da alle Evoli-Entwicklungen jetzt drauf? Ja, ich glaube, wir haben alle jetzt. Na gut, nur die beiden natürlich noch nicht. Na guck mal, wenn man Sepia macht, sieht man sie sogar ein bisschen besser. Jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt Darkrai wieder? Oder lande ich einfach wieder im Titelbildschirm und alles ist gut? Nein, diesmal möchte ich nicht speichern. Lass mich einfach wieder rein ins Spiel. Credits wären jetzt ehrlich gesagt nicht nötig gewesen, aber gut. Vielleicht gehen die auch einfach damit davon aus, man hat hier jetzt das Spiel wirklich komplett fertig. Meister Darkrai! Meister! Er ist zurück! Was für eine Freude! Reshiram und Sekrom haben dich gerettet, nicht wahr? Ich kann also tatsächlich wieder in den Wunschpark zurückkehren. Pikachu, Otaro, Zappify, Floink. Ich bin euch zutiefsten Dank verpflichtet. Ich soll mich nur jemals bei euch dafür entschuldigen, dass ich eure Freundschaft zerschlagen wollte. Also Schnee von gestern. Die Hauptsache ist doch, dass wir jetzt sehr gut vertragen. So ist es. Und wenn jemand Dank gebührt, dann Mullimorba und Hypnomorba. Sie waren es, die uns gesagt haben, dass Morbites auf dich wartet. Ich verstehe. Mullimorba, Hypnomorba und Morbites. Ich danke euch. Ich muss mich wirklich bei euch entschuldigen. Ich hatte nur meinen Traum vor Augen. Ich hätte aber besser Rücksicht auf euch und eure Wünsche nehmen genommen. Aber euer Traum ist auch unser Traum. Das müsst ihr doch wissen. Nett von euch, das jetzt auch noch zu sagen. Aber es wurde mir endlich klar, als der Wunschpark bröckelte und ihr ins nachtschwarze Loch gezogen wurde, dass auch ich Freunde habe. Meister Darkrai. Hey, wir sollen die Gelegenheit beim Schöpfer packen und Freunde werden. Ihr und ich? Klar, je mehr Freude man hat, desto besser. Dann verzeiht ihr mir also. Ja. Und überhaupt, bevor ich mit Pikachu auf dieses Abenteuer losgezogen bin, hatte ich mir selbst nie so richtig Gedanken über Freunde gemacht. Genau wie du, Darkrai. Pikachu, du verfügst über eine ganz besondere Gabe. Nämlich die Gabe, die Herzen aller Pokémon zu vereinen. Yay! Darkrai ist unser Freund. Morbites jetzt auch? Nee, Morbites hat keinen Bock auf uns. Wollt ihr gegen mich kämpfen? Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Vielleicht kriege ich sie so als Freund noch dazu. Dann haben wir zumindest das schon mal hier geschafft.
So. Okay, du kannst dich porten. Das war nicht so ganz Autsch! Getroffen. So. Einfach draufhauen. Na, portest du dich weg? Nö. Bleib mal schön da stehen. So. Geschafft. Ich kriege maximal an Bären. Ich kann deine Zukunft sehen. Nee, ich kann über 10.000. 9.000. Also über 10.000 haben, ja. Ich kann deine Zukunft sehen. Du wachst deinem Traum und deiner Seite sind. Das sind all deine Freunde, die dich unterstützen. Eine strahlende Zukunft. Sehr schön. Hast du noch was zu sagen, Darkrai? Ich trage die Lektion, die er mir gelehrt hat, stets in meinem Herzen. So will ich nicht mehr in den Zorn gegen. Nee, jetzt gar nicht. Aber schön, dass er jetzt auch unser Freund ist. Hört ihr euch schon? Schon lange etwas sagen. Willst du wissen, was? Dann besiege mich im Kampf. Na gut, da verprügeln wir die auch eben noch alle. Da kriegen wir die auch noch alle drei als Freunde dazu. Das hat der Darkrai aus voll die Riesenfrisur. Das ist ein Psy-Strahl hier. Molly! Joa, das macht schon guten Schaden. Und tschüss. Na, was willst du mir jetzt noch sagen? Ich habe verloren. Gut, dann sag ich's dir jetzt. Ich habe dir ja die ganze Zeit über beobachtet. Da ist mir aufgefallen. Ich bekomme trotzdem irgendwie ist es schwer über die Lippen. Was raus, muss raus. Also, ich sehe schon die ganze Zeit hinter deinem Rücken. Da ist so eine blau-weiße Gestalt. Aber keine Angst, die kann wohl eh nur ich sehen. Eine blau-weiße Gestalt? Ich bin nicht blau-weiß. Ja. Wenn, dann schwarz-gelb. Wenn wir schon bei den Farben sind. Okay. So, wie willst du kämpfen? Soll das quasi sehr sein, was du da machst? Könnte man sich vorstellen, dass es sehr ist. Nach dem Motto ist Hautattacke quasi erst weg und dann kommt sie erst wieder. Kann man sich so den sehr vorstellen? Einfach so eine Kugel, die du hochschmeißt und irgendwann runterkommt. Du bist aber auch wirklich stark. Du hast den Meister besiegt. Übrigens, einer von euch ist ein Mädchen, oder? Dabei denken viele immer, ihr werdet alle Jungs. Ich werde auf ihr fälschlicherweise immer wieder für ein Mädchen gehalten. Daher weiß ich, wie das ist. Okay, Hypnomorba ist ein Junge. Warum auch nicht? Spricht ja nichts dagegen. Okay, dann haben wir auf jeden Fall soweit die Afterstory durch, denke ich mal. Alles hier geschafft. Und könnt jetzt damit auftragen, noch ein paar Pokémon-Freunde zu finden. Also ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt genau sind. Ich würde jetzt wirklich einfach mal um die 200 schätzen. Aber so viele müssen wir wiederum auch nicht mehr finden. Gucken wir einfach mal, wie viel wir haben. So, schauen wir es einfach hier in den Wunschpark, weil von hier aus kann man überall hin, relativ leicht. Mit dem schönen Portal im Hintergrund. So, wir haben 163. Wenn ich mal so durchgucke. Boah, hier fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Hier fehlt fast gar keiner mehr. Hier fehlt auch fast gar keiner mehr. Hier haben wir auch schon den Großteil. Ja gut, der Arcana-Bezirk, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Oh, guck mal, im Wunschpark haben wir dafür auch alle. Ja. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein paar Items sammeln. Vor allem haben wir noch ein paar Items noch gar nicht gefunden bisher. Bin mal gespannt, ob ich da noch was finde. Naja, das war's auf jeden Fall erstmal für diesen Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.